Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder mit Friedel, Koi-Liebhaber aus Passion. Du warst früher Meerwasser-Aquarianer oder bist du das heute immer? Ja, ich bin heute immer noch Meerwasser-Aquarianer. Und wofür schlägt dein Herz stärker heute? Also ich sag mal, wenn ich mich entscheiden müsste, was ich nicht gerne machen würde, dann ist es schon der Koi. Was dich mehr begeistert. Ja. So, und aus diesem Grund, weil du die Kreatur liebst, willst du eigentlich Jahr ein, Jahr aus perfekte Bedingungen bieten. Ja. Und du hast es im vorangegangenen Blog gesagt, ihr habt hier ziemlich strenge Winter und den Teich zu heizen, hast du irgendwo gesagt, macht keinen Sinn. Du heizt die Erde, bezahlst dich dumm und dämlich. Und dann hast du dich entschlossen, das war der Grund auch für deinen Filterumbau, dass du deine eigentlich gut funktionierenden Patronenfilter abgebaut hast, auf einen hohen Biofilter gesetzt hast, um hier die Fläche zu bekommen, wo ja früher ein Patronenfilter war, damit du hier eine Quarantäne, eine Winterhälterung einbauen kannst. Ja. Holst du alle Fische rein, komplett? Alle. Komplett alle. Und dann nimmst du den Biofilter und schließt den quasi hier ganz drauf genau an. Ja. Hast so wie wir bei uns in Abstadt deinen Beatfilter? Ja, ich habe einen Beatfilter, über den lasse ich zwei Oase-Pumpen laufen. Das sind auch die Aquamax, aber nicht die großen, sondern die 30.000er oder 26.000 netto. Mhm. Und einmal lasse ich die über den Beatfilter selbst laufen. Ja. Und zum anderen hole ich einfach das Wasser von dem Filtergreifs wieder ab und lasse zusätzlich wieder durchlaufen. Durch den Filter, dass der eigentlich besser angeströmt wird, weil die 10.000 Liter selber nicht ausreichen. Ja, ich sag mal, die 10.000 Liter würden ausreichen, für hier Strömung reinzubekommen, oder 15. Aber nicht, um den Filter richtig aber nicht, um den Filter richtig aber halt zu halten. Also hast du auch so eine Bypass-Pumpe nochmal anlaufen. Das sieht man auch hier vorne, können wir nachher zeigen. Schauen wir uns nachher an. Ja, wo es vorbereitet schon ist. Und der Trommelfilter, den schließt du dann so um, dass er quasi den Teich im Winter filtert, dass er nur die Schwebstoffe raus soll. Der Teich läuft quasi im Winter ohne Biologie. Ganz genau. Nur mit dem Trommelfilter. Ohne Fische und ohne Biologie. Allerdings vermindert, den lasse ich jetzt nicht volle Lotte laufen. Da sind nachher vielleicht 10.000 Liter, wo ich durchlaufen lasse. Okay. Und wie war deine Erfahrung? Du hast es jetzt einen Winter gemacht. Wie war deine Erfahrung? Meine Erfahrung war sehr gut. Die Fische waren ohne Heizung, ohne alles hier drin, super gut drauf. Haben immer so. Wie viel Temperatur ohne Heizung? Ja, so 14 Grad. 14 Grad hast du gehalten? Ja, ja. Wow. Ich habe hier komplett isoliert rundherum. Und nichts geheizt? Nicht geheizt, ist natürlich hier am Haus dran. Okay, da kommt natürlich Wärme da rüber. Kommt Wärme da noch durch. Und ich sag mal, die Lampe brennt, das ist eine Aquariumsleuchte. HQI? Ne? Nicht HQI, eine T5. Ah, okay. Es sind 8 T5 drin. Ah ja, okay, die machen auch nochmal ein die bisschen die machen auch nochmal heiß. Da war es nie kälter gewesen. Ja. Und ich habe Das war mal wieder ein interessanter Erfahrungswert, eine Quarantäne oder eine Winterhälterung ans Haus angebaut, den Raum gut isoliert, dass man dann die Fische ohne weiteres Zutun bei 14 Grad überwintert, das ist natürlich schon ein Pfund. Das war echt gut. Also wie oft hast du die dann gefüttert am Tag? Ich habe sie aufgrund dessen, weil ich die Filteranlage hier abgebaut habe und da hier nur eine provisorische stehen hatte, konnte ich nicht voll füttern. Also ich war 500 Gramm was Maximum. Ich hätte vielleicht gern noch 200, 300 Gramm mehr gefüttert über den Winter, aber das hat genügt. Nachher musste ich sogar ein bisschen runterfahren. Warum, weiß ich jetzt nicht mehr. Da war ich auf 300 Gramm runter, weil ich gemerkt habe, dass der Nitrit ein bisschen hochgekommen ist. Gut, der nächste Winter wird anders. Ja, der Deine wird Anlage anders. Wird jetzt das Brummen anfangen. Das ist immer das erste Jahr, das ist immer unglücklich. So, ja, ich kann Ihnen das mal zeigen. Im Prinzip ist das Ding genau gebaut wie der Biofilter, den er für seinen Teich gebaut hat, oder respektive für beide Anlagen. Ein Maurer hat die Geschichte hochgezogen, ein anderer hat eine Teichfolie reingeschweißt, dass wenn es hier... Was hat es da drüben gekostet? 300 Euro? Dann hat es hier wahrscheinlich um die 1000 gekostet, schätze ich mal. Also mit Material war natürlich mehr der Preis, war gar nicht so viel Unterschied, weil das Machen war nicht viel mehr Arbeit. Okay. Ne? Also sind nur die größere Flächen. Eine ja, vielleicht war das 100 Euro teurer vom Machen her, aber mehr war es nicht. Ja. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Relativ tief, was hast du, 1,80, 2 Meter? 1,80. 1,80, da dümpeln die dann rum im Winter. Wie breit ist es? Da täuscht jetzt meine Kamera. 2 Meter. 2 Meter mal? Mal 4,70 so irgendwas, glaube ich. Ja, aber dann kommen wir doch auf 20.000 Liter? Nee, so viel sind nicht drin. Ja gut, der Wasserstand ist etwas niedriger. Also 10.000 Liter hast ja, du drin. Ja, ich habe, genau kann ich es jetzt nicht sagen, auf einen Liter, aber es sind auf jeden Fall über 10. Okay, so.
Dann hier ist gerade nicht angeschlossen. Warum, erfahren Sie im nächsten Block. Dann geht es durch den Beatfilter, die gleiche Größe wie wir haben. Da kriegt man 10.000, 12.000 Liter in der Stunde mit einer ordentlichen Pumpe vernünftig durch. Das hier sind die Rückleitungen, die zwei, die man dann im Winter braucht. Die werden dann hier oben angeschlossen. Jetzt läuft ja der Teich auf den, jetzt läuft der Filter auf den, Entschuldigung, auf den Teich. Und wie das andere dann gemacht wird, da will ich nochmal einen Blog dazu machen, weil auch da hat Friedel eine sehr geile Idee oder hat es auf eine Art gemacht, wie es die meisten nicht tun. Aber mir gefällt diese Art und warum, das kann ich Ihnen dann im nächsten Blog gleich sagen. Wie oft hast du den Filter spülen müssen? Einmal die Woche, zweimal die Woche? Ich habe ihn einmal die Woche gespült, wenn ich gerade Wasserwechsel gemacht habe. Okay. Ja. Bei 300 Gramm am Tag, wie du gesagt hast, 500 Gramm, ist das auch in der Regel ausreichend. So, auch nochmal vielen, vielen Dank. Mach's gut und weiterhin viel Spaß mit dem Koi-Hobby. Und wir hoffen, dass du nie vor der Entscheidung stehst, entweder oder, weil du scheinst Fische wirklich abartig zu lieben. Ja. So, das ist ein klares Ja. In diesem Sinne, mach's gut. Tschüss, Friedel. Tschüss.